so richtig überlegt, es könnte sein, dass die Fähigkeit, Fernsehen zu produzieren, vielleicht die Fähigkeit ist, die darüber entscheidet, ob eine Zivilisation auf einem Planeten überlebt oder nicht. Das ist jetzt nicht ernst gemeint, aber so ähnlich, so ähnlich. Also, wir leben auf diesem Planeten, weil es eine natürliche Strahlungsquelle gibt. 150 Millionen Kilometer von uns entfernt ist ein sogenannter Kernfusionsreaktor am Werk. Damit Sie mal sehen können, was eigentlich damit gewollt ist. Man wollte einfach nur, glaube ich, sehen, wie der Moderator dieser Sendung auf einem viel zu niedrigen Stuhl an einem viel zu hohen Tisch sitzt. So, wir leben, Prost, wir leben auf einem Planeten, der um eine natürliche Strahlungsquelle herumkreist. Und diese natürliche Strahlungsquelle ist die Sonne. In 150 Millionen Kilometer Abstand erzeugt sie mittels Kernfusion, also mit der Verschmelzung von Atomkernen, setzt sie Energie frei und diese Energie wird tatsächlich an der Oberfläche der Sonne bei einer Temperatur von knapp 6000 Grad auch teilweise die Erde erreichen. Das tut sie schon Ewigkeiten und drei Tage. Und deswegen gibt es uns. Wir leben auf diesem Planeten nur deshalb, weil es diese wahnsinnige Energiequelle da draußen gibt. Sonst wird es uns Strahlungsquelle, um präzise zu sein. Das heißt, dass wir verwandeln quasi Sonnenstrahlung in alles Mögliche. Das ist eine natürliche Strahlungsquelle. Und meine These, dass die Fähigkeit, Fernsehen zu erzeugen, also Fernseh zu machen, möglicherweise über das Schicksal einer Zivilisation entscheidet, geht folgendermaßen. Solange der Mensch noch nicht in der Lage war, künstlich Strahlung zu erzeugen, war er ja vollständig von den natürlichen Strahlungsquellen abhängig. Ich meine, im Prinzip sind wir das heute auch noch. Also wenn die Sonne nicht da wäre, kann ich Ihnen sagen, dann wäre es hier duster. Und es wäre nicht nur duster, es wäre noch kalt. Das bisschen, was die Erde selber hervorbringt an Strahlung, denn auch die Erde gibt ja Strahlung ab, gemäß ihrer Temperatur. Aber das würde hinten und vorne nicht reichen. Also ohne die Sonne können Sie praktisch zumachen, den Laden hier. So, und jetzt haben wir also, sagen wir mal, der Mensch, also der Homo sapiens, geben wir ihm, sind wir großzügig, was geben wir ihm? 800.000 Jahre? Noch? Sind, hä? Noch? Nee, früher, von früher. Also früher. Früher war ja, es war nicht alles besser früher, aber vieles war gut. Unter anderem eben war es ja gut früher, dass es so eine natürliche Strahlungsquelle gab und noch eine andere natürliche Strahlungsquelle, nämlich Blitz und Donner. Also Donner ist ja keine Strahlungsquelle, aber Blitz. Das führte häufig in der afrikanischen Savanne dazu, und da kommen wir alle her, wir sind ja alle out of Africa letztlich, führte zu Feuer. Also der Mensch kannte Feuer schon recht früh. Und das war eigentlich das allererste Mal, dass er neben der Sonne als Strahlungsquelle jetzt um sich herum noch eine andere Strahlungsquelle hat. Aber jetzt müssen Sie sich mal überlegen, wie alt ist die Fähigkeit des Menschen, Feuer zu kontrollieren? Also richtig Feuer zu machen. Kennen Sie den Film Cast Away mit Tom Hanks? Ja, das ist einer meiner Lieblingsfilme, und zwar deswegen, weil in dem Film wirklich mal gezeigt wird, wie unglaublich schwierig es ist, durch Reibung, also indem man so einen Holzstab reibt, und dieser Holzstab reibt sich in so einem anderen Stück Holz, das er aufgeschnitten hat, und damit will man jetzt... Ja, du weißt, was ich meine. Da muss der erstmal draufkommen, dass er es aufschneidet. Ja, aber wie lange das dauert, bis man durch Reibung, ich meine, ich kann jetzt hier jede Menge Wärme erzeugen, aber bis man mal Feuer selbst erzeugt und damit eine eigene Strahlungsquelle hat, die immer noch natürlich ist, weil man verbrennt ja Holz, aber dass sie da ist, verdankt man dann nicht der Natur, sondern einer bestimmten Technik. Und in dem Film sehen Sie, wie der arme Kerl sich also die Hände wundschürft daran, bis er das endlich so weit hat. Es gibt ja eine andere Variante. Nun, er hatte nichts dabei auf seiner Insel. Das ist die Variante, dass man das Sonnenlicht mittels einer bestimmten Weise geformten Glaslinse, Sie wissen, was ich meine, Lupe, dass man dieses Sonnenlicht sammelt und dann zum Beispiel auf eine Fläche hält und Papier, zack, 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 brennt es. So kann man Feuer erzeugen. Es hat eine ganze Weile gebraucht, bis Menschen auf den Gedanken gekommen sind, das Feuer zu kontrollieren. Aber als sie es konnten, da hatten die einen riesigen Vorteil, die es konnten. Gegenüber den anderen, die immer nur auf der Suche waren. Mensch, ist denn irgendwo mit einem Blitz eingeschlagen? Gab es nicht mal einen Savannenbrand irgendwo? Wo ist ein Feuer? Verstehen Sie? Der entscheidende Schritt des Menschen bei der Kontrolle von einer natürlichen Strahlungsquelle war, dass er das selber herstellen konnte. Und da gibt es ja dann
auch das sind ja wunderschöne Geschichten, die man sich zumindest ausdenken kann. Es war ja keiner dabei. Wir haben ja keine Fragmente von damals, wie es in einer Zeit vor 500.000, vor 400.000 oder 200.000 Jahren auf unserem Planeten gewesen ist, wie die das gemacht haben, das Feuer zu kontrollieren. Haben die das so mitgenommen nachher? Also haben die so ein kleines Flämmlein gehabt, was sie immer wieder mit Stroh und mit Holz versorgt haben, sodass es nicht ausgegangen ist? Oder hatten sie tatsächlich irgendwann die Fähigkeiten, überall Feuer zu erzeugen? Feuer war die erste Strahlungsquelle, die der Mensch selbst in einer Art und Weise kontrolliert hat, dass sie ihn zu einem der Herrscher über alle anderen Lebewesen gemacht hat. Tja, und man brauchte vor allen Dingen keine Angst mehr vor dem Feuer zu haben. Denn wenn man es beherrscht, diese Strahlungsquelle, dann beherrscht man, hat man ja Kontrolle darüber. Und Kontrolle bedeutet vor allen Dingen eben auch einen Verlust von Angst. Dass da nichts, das ist nichts Unbekanntes, sondern da weiß man jetzt, worum es geht. Ha. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, wie lange Menschen schon das Feuer beherrschen, bestimmt ein paar hunderttausend Jahre, dann kann man ja mal die Frage stellen, wann kam denn jetzt die nächste wirklich künstliche Strahlungsquelle? Wann kam denn die nächste? Also mal abgesehen vom Feuer, vom offenen Feuer. Offenes Feuer ist Kamin, Kerze und so weiter. Dann fand man einen Stoff, Petrauleum, das sogenannte Steinöl. Das brannte wie verrückt. Also wenn man da so einen Docht damit richtig voll machte, dann fing das an zu brennen. Petroleum, ja. Das war ja aber auch noch Feuer, war noch richtig Feuer. So, wann wurde denn jetzt zum ersten Mal mal eine neue Strahlung erzeugt? Also die man bis dahin nicht kannte. Also eine ganz andere Strahlung. Also künstlich Strahlung erzeugt, die bis dahin auf der Welt gar nicht bekannt war. Die es zwar gab, auch in der Natur schon, aber die man künstlich bis dahin nicht machen konnte. Es dauerte, wenn man so will, also nehmen wir mal an, der Mensch hätte vor 500.000 Jahren, heute auf den Tag genau, also wieder ein Jubiläum, heute auf den Tag genau hätten Menschen auf dem Planeten Erde zum ersten Mal Feuer in größerer Menge kontrolliert. Also viele Menschen, nicht nur einige wenige, sondern viele Menschen wüssten, wie es Feuer geht. Dann könnte man praktisch sagen, von diesen 500.000 Jahren hat es 498.000 Jahre, 499.000 Jahre gedauert, bis Menschen dann eine neue Strahlungsquelle fanden, die sie ebenfalls ähnlich gut, vielleicht sogar noch besser kontrollieren konnten wie Feuer. Das sind nämlich elektromagnetische Strahlen. Jetzt ist Feuer, ist ja Wärmestrahlung, ist auch eine elektromagnetische Strahlung. Aber Menschen fingen seit dem 19. Jahrhundert zum ersten Mal an, künstliche Strahlungsquellen zu erzeugen. Von einer solchen Präzision, da konnte der Steinzeitmensch noch nicht mal von träumen, weil er es ja gar nicht wusste. Aber im Grunde genommen ist die Kontrolle des Feuers und die 500.000 Jahre spätere Kontrolle von künstlichen Strahlungsquellen sind Schritte von ähnlich großer Bedeutung. Denn die Kenntnis von künstlichen elektromagnetischen Strahlungsquellen, dass man das technologisch verwenden kann, das ist der Durchbruch fürs 20. Jahrhundert gewesen. Alles, was im 20. Jahrhundert passiert ist, ist die Kontrolle von Strahlung. Sie können nehmen, was Sie wollen. Ob es zum Beispiel um die Kontrolle der Radiostrahlung geht, also wie kann man langwellige elektromagnetische Strahlung erzeugen? Denn mit Radiostrahlung hatte man auf einmal den Funkverkehr auf dem Planeten. Die Leute konnten sich miteinander ins Gespräch bringen mittels elektromagnetischer Strahlung von einem Teil des Planeten zum anderen. Kurzwellensender entstanden. Man konnte auf einmal das Radio von zu Hause hören, obwohl man ein paar tausend Kilometer entfernt war. Es war möglich zu kommunizieren. Die gesamte Internet-Situation, die wir heute auf dem Planeten haben, geht nur, weil wir angefangen haben, elektromagnetische Strahlungsquellen künstlich herzustellen. Wir sind nicht mehr abhängig von der Sonne oder vom Feuer im Kamin. Das ist heutzutage Romantik. Der nette Sonnenuntergang, der nette Sonnenaufgang, der Kamin zu Hause, das ist alles Romantik. Ja, vorbei. Heutzutage beherrschen wir Strahlung. Das, was wir jetzt hier zum Beispiel machen, Fernsehen, das ist die exakte Kontrolle über einen bestimmten Teil des elektromagnetischen Spektrums. Und zwar mit einer Präzision, wenn man Ihnen das vor, wenn Sie sagen, das gibt's doch gar nicht. Wir reden hier über Frequenzen, die liegen im Bereich von 10 hoch 13 bis 10 hoch 14 Hertz. Das sind ein 100 Billiardstel von einer Sekunde. Das ist der Wahnsinn. Das ist nichts. Gar nichts.
Das heißt, wir verfügen inzwischen mit Hilfe unserer Strahlungsquellen über die Möglichkeit, Kommunikationsnetze über den Planeten zu machen. Aber auch sowas wie die Atombombe setzt elektromagnetische Strahlung frei. Also eine ganz besonders perfide Form der künstlichen Strahlungserzeugung, weil dabei werden Strahlen freigesetzt, die sind so ganz anders als die langwelligen Radiostrahlen. Das sind diese hochenergetischen Gammastrahlen. Und die sind absolut tödlich. Absolut. Gammastrahlen sind die höchsten, ist die Strahlung der höchsten Energie in der elektromagnetischen. Im elektromagnetischen Spektrum. Wir sind aber auch in der Lage, Röntgenstrahlen künstlich zu erzeugen. Ja, dafür hat es sogar einen Nobelpreis gegeben. Klar, denn mit Röntgenstrahlen kann man durch Materie durchschauen, beziehungsweise kann die Strukturen innerhalb der Materie untersuchen. Und wenn sie schon mal geröntgt worden sind, wissen sie genau, wovon ich rede. Die moderne Medizin wäre ohne diese künstlichen Strahlungsquellen gar nicht denkbar. Weil wir können, ich gucke jetzt nach unten, ich sehe hier meinen Kameramann an, mit Röntgenaugen. Ja, also wir können in den Körper eines Patienten mit Hilfe von modernen Bildgebungsverfahren mit einer solchen Präzision reingucken, dass man nicht nur Snapshots, also einfache Bilder davon machen kann, sondern sogar Filme. Man kann jemandem zugucken dabei, wie er lebt. Das kann man mit elektromagnetischer Strahlung machen. So, und jetzt kommt's. Warum ist das ein Flaschenhals für die Entwicklung einer Zivilisation auf einem Planeten? Das will ich Ihnen sagen. Tja. Man könnte sich ja Folgendes überlegen. Das ist eine lange Überlegung. Ich setze mich mal hier hin, weil das ist eine Sache, da müssen Sie schon mal mitdenken. Man könnte sich ja Folgendes überlegen. Wie überlebt eine Zivilisation auf einem Planeten? Überlebt sie, weil alle machen, was sie wollen? Oder überlebt sie, weil alle sich Gedanken darüber machen, was die anderen möglicherweise wollen könnten? Also kooperiert man auf einem Planeten oder konkurriert man? Na, heutzutage wissen wir, ohne Kooperation geht gar nichts. Ein Planet und dessen Bevölkerung, also eine planetare, eine globale Bevölkerung, die sich ihrer globalen Verantwortung bewusst ist, muss kooperieren. Es nutzt überhaupt nichts, irgendwelche lokalen Interessen zu verfolgen, weil wir leben alle in einem Boot. Das bedeutet mit anderen Worten, man muss von den anderen Seiten eines Planeten etwas wissen, damit man weiß, was die anderen möglicherweise wollen oder nicht wollen. Also zur Einigung gehört ja Information. Damit man also was weiß, muss man es wissen können. Und wissen können von anderen Teilen des Planeten kann man nur mittels elektromagnetischer Strahlung. Man kann nicht immer hinreisen, sondern man erfährt zum Beispiel was über Radio, Internet, Fernsehen und so weiter von den anderen Leuten. Man kann dann auch mal hinfliegen und so weiter. Also man kann sich informieren. Und Information hat was mit elektromagnetischer Strahlung zu tun. Also die Kontrolle von elektromagnetischer Strahlung könnte eine Voraussetzung dafür sein, dass eine Zivilisation auf einem Planeten sich zu einer globalen Zivilisation entwickelt, die auch die entsprechende Verantwortung trägt für das, was sie tut. So dass man eben weiß, das, was ich hier in diesem Teil der Welt tue, hat Konsequenzen für den ganzen Planeten. Sie können nehmen, was Sie wollen. Ob Sie die Ressourcenendlichkeit bedenken, also dass wir ja unheimliche Ressourcen verbrauchen auf dem Planeten, das müssen wir erstmal wissen. Woher wissen wir das alles heute? Weil die Wissenschaft mit Hilfe von künstlichen Strahlungsquellen das alles erforscht hat. Wir wissen, die Ressourcen sind endlich. Übrigens, das hätte man natürlich auch mit gesundem Menschenverstand schon wissen können. Da braucht man keine Wissenschaft dafür. Also wenn man eins und eins zusammenrechnen kann, dann weiß ich natürlich auch, erstens, das ist zwei. Und wenn ich von zwei wieder was wegnehme, dann ist nur noch eins da. Und wenn ich die eins wegnehme, ist null da. Also wenn man fossile Brennstoffe verbrennt, sind sie futsch. Also sind sie weg. Ist völlig klar. Also man braucht eine Energieversorgung für die Menschheit, die ganz anders funktioniert als das, was wir bis jetzt haben. Und zwar für alle. Nicht nur für ein paar, für alle. Genauso ist es mit dem Klimawandel. Klimawandel hin oder her, wurscht. Das heißt, die wichtigste Erkenntnis ist, die Atmosphäre um den Planeten Erde ist überall um ihn herum. Wenn wir hier da was reinpusten in die Atmosphäre, dann brauchen wir doch nicht daran zu denken, dass das entweder weggepustet wird, woanders hin, oder nur hier bleibt. Nee. Das hat eben Auswirkungen für den gesamten Globus, für alles. Und all diese Informationen bekommt man nur mit Hilfe von künstlichen Strahlungsquellen. Also ob Friede auf einem Planeten ist, überall Friede, könnte tatsächlich damit zusammenhängen, dass Menschen was voneinander wissen. Und dass sie was voneinander wissen, hat damit zu tun, dass sie in der Lage sind, künstlich Strahlungsquellen herzustellen. Die einen, die in der Medizin verwendet werden, man kann helfen direkt, aber vor allen Dingen auch dieser Bereich, den man eben mit Radio, Fernsehen und Internet beschickt. Nämlich etwas von den anderen zu erfahren, das ist möglicherweise das allerwichtigste Mittel zum Frieden auf einem Planeten. Und deswegen könnte es sein, dass die Fähigkeit, Fernsehen zu machen und damit die Fähigkeit, künstlich Strahlung herzustellen,
eine Bedingung ist, ohne die eine Zivilisation im Universum gar nicht funktionieren kann. Das heißt, die Außerirdischen werden wahrscheinlich auch so eine Sendung haben wie die hier. Ist doch toll.